Banderas, der 15-jährige Trakehner von Le Rouge, Friedensfürst und Diamant. Auch hier der Blick ins Pedigree, während wir die schönen Impressionen vor dem Moritzburger Schloss genießen können. Vater und Muttervater Le Rouge und Friedensfürst waren beide erfolgreiche Grand Prix-Hengste. Banderas Mutter, Bandera selbst Bundeschampionatsfinalistin und Trakehner Jahressiegerstute gewesen, also beste Referenzen schon einmal aus dem Pedigree dieses herrlichen Fuchshengstes. Unter den Nachkommen ragen verschiedene heraus, so beispielsweise Caneras und Ganderas, die beide jeweils die Silbermedaille im Trakehner-Championat erringen konnten und anschließend erfolgreiche Bundeschampionatsteilnehmer geworden sind. Außerdem verfügt Banderas über drei gekürte Söhne, Barbaresco, Ganderas und Sanderas, der gerade zum letzten Trakehner-Hengstmarkt zu den bewegungsstärksten Pferden des Jahrganges gehörte. Auch zu den Fohlenauktionen konnte Banderas in den letzten Jahren stets Fohlen mit ansprechenden Vermarktungspreisen stellen.